Plasmapen-Behandlungen werden immer populärer. Sie sind eine recht sichere Methode, Augenlidstraffung durchzuführen oder Falten zu eliminieren oder zu minimieren. Jedoch gibt es auch hier, wie bei jeder anderen kosmetischen Behandlung, bestimmte Risiken. Und eines der größten Risiken ist es, dass wenn man die behandelten Stellen zu frühzeitig der Sonne aussetzt, dass es dazu Pigmentverschiebungen kommen könnte. Und so wurde ich in letzter Zeit immer öfters gefragt, macht es Sinn, eine Plasmapen-Behandlung im Sommer durchzuführen? Oder sollte man lieber bis Herbst oder Winter warten, wo es weniger Sonne gibt? Meine Antwort ist die, Plasmapen-Behandlungen werden auch in den südlichen Ländern das ganze Jahr über durchgeführt. Und dort gibt es ja bekanntlich viel mehr Sonne. Und somit ist es auch viel schwieriger, sich vor der Sonne zu schützen. Also generell, ja, man kann Plasmabehandlungen auch im Sommer durchführen. Jedoch sollte man sich der Risiken bewusst sein. Ich bevorzuge es, die Entscheidung meinen Kunden selbst zu überlassen. Was ich mache, ist, ich kläre meine Kunden ausführlich auf und dazu gehört auch, zu sagen, dass es eben sehr wichtig ist, die behandelten Stellen vor der Sonne zu schützen. Und manchmal kann es Monate dauern, bis die Stellen komplett verheilt sind. Und so lange kann es notwendig sein, sie eben nicht der direkten Sonneneinstrahlung auszusetzen. Also auf jeden Fall einen hohen Lichtschutzfaktor von 30 oder sogar 50 benutzen, einen Hut, eine Sonnenbrille und möglichst im Schatten bleiben. Natürlich ist es schwieriger, im Sommer all diese Vorsichtsmaßnahmen zu respektieren und sich vor der Sonne zu schützen, aber es ist nicht unmöglich. Und wenn jemand unbedingt das im Sommer machen will, dann ist es tatsächlich möglich und man kann auch sich entsprechend schützen und darauf achten, dass keine Sonnenschäden entstehen. Ich persönlich habe die Behandlung im Sommer durchführen lassen, zwar an ganz kleinen Stellen in meinem Gesicht und es ist alles gut verheilt. Ich habe zwar sehr darauf geachtet, dass die Stellen keiner direkten Sonne ausgesetzt sind und wenn ich mal an die Sonne ging, dann habe ich auch immer darauf geachtet, dass ich eben eine Abdeckcreme mit einem hohen Lichtschutzfaktor benutzt habe. Diese Abdeckcreme bekommt übrigens auch jeder Kunde von mir mit nach der Behandlung. Klar, es ist etwas umständlich, aber wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg.